Hallo, willkommen zurück zum Lernzyklus Ungleichungen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du die Lösungsmenge in den natürlichen Zahlen einer Ungleichung auf dem Zahlenstrahl darstellen kannst. Lass uns dafür gleich beginnen. Wir sind schon beim dritten Video dieses Lernzyklus angekommen. Deswegen sollte es dir nicht mehr schwerfallen, die Lösungsmenge in den natürlichen Zahlen für folgende vier Ungleichungen anzugeben. Drücke dafür wieder auf Pause, schreibe deine Lösungsmengen an und spule fort, wenn du fertig bist, um deine Lösungen zu kontrollieren. Wir haben für jede Ungleichung die Lösungsmenge in den natürlichen Zahlen gefunden. Jetzt können wir uns die Darstellung am Zahlenstrahl anschauen. Die Lösungsmenge der Ungleichung 3 ist größer als m ist L ist gleich 0, 1 und 2. Deswegen beginnen wir bei der Zahl 0 zu zeichnen und enden bei der Zahl 2. Die Lösungsmenge der Ungleichung 2 ist kleiner als y ist L ist gleich 3, 4, 5 und so weiter. Deswegen beginnen wir bei der Zahl 3 zu zeichnen. Und enden bei welcher Zahl? Achtung, hier enden wir bei keiner exakten Zahl. Denn wir könnten ja jede Zahl einsetzen, die größer ist als 2. Theoretisch auch 100. Versuche die beiden ausstehenden Lösungsmengen in den natürlichen Zahlen selbst in den Zahlenstrahl einzuzeichnen. Bist du fertig, kannst du deine Lösungen wieder kontrollieren. Für die dritte Ungleichung ist das Einzeichnen der Lösungsmenge im Zahlenstrahl nicht schwer, denn wir haben eine begrenzte Lösungsmenge. Bei der letzten Ungleichung haben wir wieder eine unbegrenzte Lösungsmenge. Wir können für t jede Zahl einsetzen, die größer oder gleich ist als 4. Deswegen enden wir hier wieder im Unendlichen. Jetzt bist du in der Lage, nicht nur die Lösungsmenge einer Ungleichung in den natürlichen Zahlen anzuschreiben, sondern sie auch im Zahlenstrahl korrekt einzuzeichnen. Meiner Meinung nach bist du jetzt für den Höhepunkt dieses Lernzyklus, nämlich für diese Art von Darstellungen, vorbereitet. In der Mathematik nennen wir diese Darstellung Ungleichungsketten. Klicke dich, um mehr über dieses Thema zu erfahren, ins Mastery weiter und stelle dein Können unter Beweis. Bis bald!